Hallo Leute, damit ein allerherzliches Willkommen zurück zur Bus-Simulator 21. Ja, diese Mission auf dem Land besteht eigentlich aus, ja, ich würde sagen, drei kleinen Missionen. Mehr oder weniger sind es eigentlich vier Missionen, wenn man so sieht, oder fünf, wie man es nimmt. Die Verbindung haben wir drin, die 12 Haltestellen haben wir drin, da haben wir in einem Rutsch alles gemacht, dann haben wir die 40% der Busse sind Elektrobusse, haben wir ohne Probleme geschafft. Das war eigentlich relativ zeitnahelig. Es war nicht, Gott sei Dank, nicht so aufwendig wie die 15 CNG-Busse. Ja, was machen wir heute? Ich würde sagen, Kerstadt und Sonnstein auf Stufe 5. Das sind die nächsten beiden Aufgaben. Das, was wir da bedienen, eine Route zwischen Sonnstein, das machen wir dann im letzten Teil. Da haben wir schon mal alles erledigt haben. Also, wir erstellen jetzt eine Route, die uns jetzt im Ping-Pong-Modus roten Typ ernennen. Die uns im Ping-Pong-Modus erstmal durch Kerstadt führt. Wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt erstmal Kerstadt nehmen. Nee, wir machen Sonnstein als erstes, komm. Unter Sonnstein. Ja gut, wir brauchen alle Haltestellen, die noch nicht auf 5 sind. Sonnstein. Hauptplatz. Sonnstein. Genau, das ist Kellergasse. Die Kellergasse. So, die nehmen wir mit rein, damit wir das ja auch alles haben. Müllergasse. Die Müllergasse. Sonnweg. Und. Ach, Scheiße, jetzt wissen wir natürlich das. Müllergasse. Ich überlege gerade, was machen. Wir müssen ja. Warte mal. Die. Sonnweg. Ach, wie machen wir es jetzt am besten? Wir nehmen Müllergasse, nehmen wir mit rein, wenn wir dann eine Kerstadt machen. Dass wir dann erstmal alles auf 5 haben. Das ist jetzt nicht das Problem. Die nehmen wir erstmal so. Oder warte, können wir die Katze nicht. Wir müssen die auf die Müllergasse. Der will uns das Stück zurückschicken, ne? Müllergasse. Ja, dann ist das hier mit einem Rutsch drin. Ne, wir machen es anders. Müllergasse. Wir machen es anders. Wir bauen sie andersrum. Sonnleitner. Wir bauen sie andersrum. Sonnstein. Hauptplatz. Sonnweg. Wir bauen sie andersrum. Wir starten in der Müllergasse. Wir fahren runter zum Sonnleitnerhof. Wird schon alles. Geht das noch nicht gerade? Müllergasse. Genau, so ist es auch richtig rum. Sonnleitnerhof. Sonnleitnerhof, Müllergasse. Kellergasse. Fahren runter zur Kellergasse. Sonnstein. Fahren hier hoch. Sonnstein, Hauptplatz. Sonnweg. Und fahren hier hoch. So, wenn wir die vier Haltestellen drin haben. Das haben wir ja schon alles gemacht. Das haben wir schon alles gemacht. Das haben wir schon alles gemacht. So, dann haben wir die Aufgabe Kerstadt. Quatsch, Sonnstein hätten wir dann auf 5 aufwerten. Hätten wir dann schon erledigt, wenn wir das alles in einem Rutsch machen. So, dann Route konfigurieren. Die heißt Sonnstein. Und, Sonnstein auf 5. Anwenden. Änderung übernehmen. Jo. So, dann hätten wir das alles erledigt. Dann bauen wir die nächste Route. Die für Kerstadt auf 5 heißt. Kerstadt auf 5 ist eigentlich relativ easy. Ich glaube, hier das sind nämlich die zwei gehören nämlich dazu. Die haben wir ja schon. Die sind auf 6, glaube ich. 6, 7 und auf 6. Alles klar. Ergo müssen wir uns eigentlich nur noch um diesen Stadtteil kümmern. Wir gucken. Fangen wir hier an. Die Getreidestraße. Dann nehmen wir das aber andersrum. Ja, so rum ist es einfacher. Das Studierendenwohnheim. Die Hügelgasse. Da müssen wir wieder aufpassen auf dem Planetarium. So. 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 So.
So, das ist die Frühauf-Akademie. Frühauf-Akademie. So, dann müssen wir da den roten Typ ändern auf den Ping-Pong-Modus. So, dann ist das hier die Haltestelle Kerststadt auf 5. Anwenden. So, Änderung übernehmen. Jo, dann haben wir das auch. Dann haben wir die zwei. Dann erstelle ich mir eine weitere Route, die diese mittlere Mission. Bedienen eine Route zwischen Sonnenschein, Kerststadt, Westfield, Scheineck, Oakwell und Siegwald innerhalb 35 Minuten. Jago, müssen wir gucken, was wir machen. Ich würde sagen, wir starten in Windfeld West. Oder warte mal, wir müssen. Fest. Ich muss jetzt überlegen, wie wir das bauen, weil ich es praktischer bauen will. Ist ja letztendlich wurscht. Wir nehmen hier Sonnleitner Hof, fahren von dort aus. Obwohl, wir starten von der Müllergasse aus. Komm. Wir starten von der Müllergasse aus. Wir brauchen die jetzt im Schleifenmodus. Müllergasse. So. So. Da hätten wir Sonnenschein Kerstin. Dann wissen wir noch Westfield, Steineck. So, da müssen wir hier gucken, dass wir hier eine mitnehmen. Die hier. Das ist ja jetzt wurscht. Dann haben wir Westfield weg. Steineck hoch. Stein. Westfield, Steineck. Oder wir fahren dann von dort aus. Wir fahren von dort aus nach Steineck. Dann fahren wir das als letztes. Steineck, Oakwell und Siegwalden. Dann fahren wir von dort aus. Siegwalden. Oakwell. Nehmen das alte Sägewerk mit und von dort aus nach Westfield. So, dann hätten wir tatsächlich alle Stadtteile wohl drin. Ne? Es müsste eigentlich dann jetzt alle Stadtteile drin sein. Es dauert 37 Minuten. Das heißt, wenn wir die ein bisschen mit Vorsprung fahren, haben wir sie eigentlich schon geschafft. Das ist zumindest das. Wir gucken gerade einmal kurz durch, dass wir nicht irgendwie was drin haben, was wir vergessen. Na? Wir haben angefangen in der Müllerstraße. Ergo Steineck. Wer Sonnstein. Von dort aus fahren wir nach Kerststadt. Haben wir. Von dort aus fahren wir nach Steineck. Dann fahren wir nach Oakville hoch. Moment. Ne, von Siegwalden, Oakville nach Westfield. Rein theoretisch müsste das jetzt alles erledigt sein. Und damit hätten wir so geschafft. Damit hätten wir sogar die erste geschafft, sogar in einem Rutsch. Aber egal, wir hätten nur die Route gebaut, aber wir haben es ja ein bisschen anders gemacht. Wir haben nämlich die ersten Weinteile in einem Rutsch gemacht, haben die Elektrobusse gekauft und haben wir ja angefangen. Ergo, machen wir jetzt die Route. Dann heißt das, ist das die. In 35 Minuten. Oder unter 35 Minuten. Und der 35 Minuten. Handeln. So. Passt. Alle Aufgaben soweit erledigt. Kerststadt auf 5, Sonnenschein auf 5 und diese unter 35 Minuten. Fangen wir an mit dem unangenehmsten Teil, meiner Meinung nach. Wir fangen an mit Sonnenstein für heute. Habe ich irgendwie Busse frei? Wir nehmen uns den Reales dafür. Dann nehmen wir uns den. Wir brauchen ist ja jetzt egal, mit welchem Verfahren. Habe ich irgendwas frei? 3, 11. Wir nehmen euch die 8 mal weg. So, dann haben wir doch die unter 35 Minuten.
So, gucken wir mal, wollen wir ihn drauf doppelt haben? Ja, auf der 11. Gut. Ergo haben wir das erledigt. Wir verdienen natürlich jetzt nicht die Mega-Kohle mit den Routen. Wir haben über 1 Million. Wir haben ein bisschen Geld in der Hand. Ist also tatsächlich in Ordnung. Fangen wir an mit Sonnenschein. Springen wir also rüber zur Müllergasse. Würde ich sagen. Oder? Ist das richtig? Bin ich richtig bei Sonnenschein auf 5. mit der Müllergasse? Ja. Gut, fahren wir rüber. Gehen wir mal rüber zur Schnellreise. Dann fahren wir heute schon mal ein bisschen was an. Ich habe natürlich jetzt nicht angefangen. So, sonst schon auf 5, dann ist der Crealis, der neue. So, lass ich bitte mal hier mal. Willst du die Fahrkarten kontrollieren? Das, nein, 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 ich fahre selber. So, gucken wir mal. Ich lasse jetzt natürlich erstmal. Wir müssen jetzt nach und nach die Routen beginnen. Das heißt, wenn wir auf dem Rückweg haben, haben wir die Spreu. Deswegen der Ping-Pong-Modus ist der am besten. Dann fahren wir nämlich jede Strecke halbe Stunde zweimal in einer Route. Und dann haben wir es ohne Probleme hin. Kriegen wir es hin. So, wir haben den Iveco gekauft. Lass mich in Ruhe, du brauchst mich jetzt nicht. Und legen dann mal ein bisschen los. Hier haben wir jetzt keinen Zeitdruck. Hier brauchen wir erstmal nur fahren. Also aufwerten. Es sind 5 Haltestellen, insgesamt 10. Wir fangen erstmal mit Sonnenschein an, dann nochmal Kehrstadt schnell. Und dann fahren wir noch die 35 Minuten Ding, dann haben wir die Mission auch schon erledigt. Na, das ist dann eigentlich relativ gut erledigt in 3 Folgen. Und dann können wir mal gucken, was wir als nächstes dann kriegen. Dann haben wir so 4 Folgen diese komplette Mission auseinandergemeißelt. Schwer ist es eigentlich nicht, es ist nur ein bisschen zeitintensiv. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Missionen wir insgesamt haben. Warum ich jetzt Sonnenschein als erstes fahre, ist ganz einfach. Weil wir so schon ein paar Mal jetzt in letzter Zeit ziemlich häufig gefahren sind. Auch jetzt beim letzten Mal, in der letzten Mission, wo wir haben Geld verdienen müssen, sind wir so ein paar Mal gefahren. Und deswegen fahre ich sie jetzt als erstes, um sie dann einmal abzuarbeiten. Ja, und was ich eigentlich noch loswerden wollte, sind tatsächlich eure netten Kommentare. Vielen, 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 vielen Dank, liebe Leute, dass ihr so gerade so als Community mitmacht, dass ihr mir helft, dass ihr euch helfen lasst, auch von mir, von meinen Missionen, von meinen Videos, dass ihr teilweise so nette Kommentare gebt, dass ihr mir Abos gebt, dass ihr mir Likes auf diesen Videos gebt. Das freut mich so sehr und dann macht es auch richtig Spaß, sich hier hinzusetzen und zu sagen, ja, ich nehme euch jetzt gerade ein bisschen auf. Ja, weil das Spiel auch, macht dann auch Spaß und wenn wir dann Leute dabei haben, die dann mitmachen und sich freuen, dass die Videos täglich rauskommen um 16 Uhr, ist das dann motiviert das einfach ein bisschen mehr. Moment, ich habe gerade was vergessen. So. Wir dürfen jetzt ausbauen. Das wollte ich eigentlich jetzt gemacht haben. So, die Haltestelle ist jetzt raus aus der Liste. So, jetzt müssen wir warten, bis der Rollstuhlfahrer drin ist. Der ist jetzt drin. Ernsthaft? So, ich will jetzt? Doch, ich will jetzt doch. Oh ja, geh oder geh nicht? Lass es sein. So, sie will jetzt also noch nicht rüber, dann kann ich also losmachen. Die Kellergasse. Beziehungsweise die Kellerstraße heißt das Ding ja. Wie gesagt, heute fahren wir Sonnenschein. Ich hoffe, dass wir die in dieser Folge hinkriegen, Mission. Und dann haben wir als nächstes dann Kerststadt. Und dann haben wir sie auch durch. Das hier ist übrigens die Folge, die tatsächlich einen Tag vor Heiligabend rauskommt. Also die Weihnachtsgrüße kriegt ihr dann in der nächsten Folge, wenn wir. Entschuldigung. Die kriegt ihr dann in der nächsten Folge, wenn sie dann morgen 16 Uhr wieder rauskommt. Es werden alle Projekte, soweit wie es möglich ist, auch über die Feiertage laufen. Deswegen. Also, alles ist gut.
Statt jetzt wird nichts ausfallen. Und warum man dann mal wieder lernen Projekte wie Conan oder wie jetzt zum Beispiel auch Ghost Recon kommen, kann ich euch gerade echt nicht sagen. Ich weiß, dass auch in der Videobeschreibung das Pokémon Puffer steht. Das weiß ich. Die Playlist gibt es auch dafür, aber mein Laptop kriegt das OBS nicht gepackt. Ergo kann ich gerade nicht aufnehmen. Das ist schade jetzt gerade, dass ich jetzt gerne gemacht. Ich habe es dann privat durchgezogen. Ich habe lange drauf gewartet, habe gezögert. Spiele ich es jetzt an, spiele ich es dann blind. Ich habe auch nichts mehr angeguckt an Gameplays. Um einfach drauf zu warten, dass ich das blind mit euch spielen kann. Hab's ja immer durchgezogen. Tut mir leid, dass es nicht klappt. Ich hätte es gern gemacht. Ich habe mich riesig drauf gefreut. Vielleicht kriege ich irgendwann mal in den letzten Monaten mein PC fertig, dass ich dann, also mein Bildschirm, muss ich mein Bildschirm kaufen, dass ich dann immer meinen Gaming-PC anfangen kann aufzunehmen. Und da müssen wir mal gucken, was machen. Dann wird es auch wahrscheinlich ein häufiger Spiel von der Switch geben. So, fahren wir mal ran an die alte Stelle. Das ist die Kellerstraße oder die Kellergasse, wie auch immer. So, könnte jetzt tatsächlich ein bisschen lang. Die will schon aufgewertet werden. So, was verdienen wir gerade eigentlich an Geld? So viel Geld sollte man nicht verdienen, ne? Wir haben nichts Negatives. Wir haben nur positive Dinge. Ich glaube, wir werden nicht so viel verdienen, wie wir vorher hatten. Fast? 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 Das ist ein Tausender weniger. Wir sind bei 156.000. Sehr gut. Cool. Und das, obwohl ich experimentiert habe. Busse verkauft habe, Busse gekauft habe. Oh, Rutschenfahrer. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Rutschenfahrer ohne Karte. Ich kontrolliere kurz irgendwie hier die Seiten. Ist die Fahrkarte. Die. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Schön für deine Katze. Hier. Ah, hier, bitte. Moment. Hier. Was? Ach so. Und? Hier. Geht sofort weiter hier. Und noch einer. Und noch einer. Zwei Stück am Ende noch. Also vier oder fünf hatten wir jetzt, glaube ich, alleine auf dieser Route. Und ja, dieser Bus ist übrigens ein Typ Elektrobus. So, jetzt sind wir fast durch mit der Route einmal. Wir machen heute einmal Sonnstein. Dann fahren wir nächste Woche Kerstadt und dann fahren wir das 35 Minuten Ding und dann sind wir mit der Mission durch. Wie gesagt, auch das Thema hier mit den Ping-Pong-Routen. Das war ein Tipp aus der Community. Das haben sie mir dann gesagt. Ja, jetzt muss ich natürlich warten, weil das genau das Auto da steht. Ich finde es total toll. Ich muss jetzt gerade kurz gucken. Ich schieb den jetzt einfach weg. Dann verdiene ich. Oh, super. Hat sich voll gelohnt, weil er sich hinter an das Auto gehängt hat. So. Ja, die Straßen sind teilweise sehr eng mit dem Gelenkbus. Aber es ist ein schöner Bus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Das ist ein Ceralis 18 von Weco. Einer von den DLC-Bussen, die ich mir vor zig Folgen mal gekauft habe, bevor wir den Crosswell LA gekauft haben, wer sich erinnert. Das war auch ein DLC-Bus und den haben wir dann ja quasi in einem Auto mitgeholt. So, jetzt können wir wahrscheinlich die nächste Reise schon aufwerfen. Ja. Wir schließen fast Sonnstein ab. Wir sind fast durch mit Sonnstein schon. Wie gesagt, das sind noch zwei, drei Haltestellen vielleicht. Müllergasse auf alle Fälle. Ich stelle mal die Sonnenstraße hier noch. Ja, sind eigentlich noch zwei Haltestellen. Müllergasse und die Sonnenstraße. So. Dann fahren wir durch, machen wir zu, weil es will keiner mit einsteigen, also fahren wir raus. So, die nächste Haltestelle ist dann schon die Sonnenstraße. Da kommt schon die Collage entgegen, glaube ich, jetzt gleich. Ja, da ist er doch schon. 19! Wie ich gehört habe, gibt es hier keine Möglichkeit, eine Stufe zu machen. Die gab es beim 2018er auf hier auch. Die gab es beim 2018er und es sind auch teilweise einige Wünsche aus der Community. Ich hatte mal so ein bisschen gefragt, was eure Wünsche sind für die vollkommenen Teile oder allgemein.
War auch tatsächlich der Wunsch auch von einem User, der geschrieben hat, ich hätte gerne mal wieder die Option, Lichtschuppe zu machen. Es war so ein einfaches, banales Ding, aber ja, und wer mich so ein bisschen noch gar nicht so kennt, ich bin tatsächlich ein Villa-Busfahrer. Und wenn wir uns tatsächlich mit meinen Kollegen im Dunkelgrün, also wenn es dunkel ist, dann sehen die ja die Handzeichen nicht, dann machen wir auch kurz die Lichtschuppe. Das ist tatsächlich genauso. Übrigens, ich grüße auch, wenn möglich, Straßenbahnfahrer und Taxifahrer. Also nicht nur die Kollegen vom Bus, aus dem Bus, auch von anderen Firmen, sondern ich grüße auch, wenn möglich, Bahnfahrer schwierig zu sehen, aber Straßenbahn zum Beispiel, Taxi grüße ich, ist ja alles öffentlicher Dienst. Und ja, ich weiß, dass es regnet. So, Backstop. Sonnenstraße. Moment, ganz gut. Ist das ja nicht schön? Ja, ne? Bist du. Nee, ist es nicht. Ich habe offiziell die Route gewendet. Ein Fahrgast muss aussteigen. Ja, dann soll er halt gehen. Eigentlich ist es gar nicht die Haltestelle, die wir hatten. Also wie gerade, ich kriege jetzt bestimmt die Nachricht, dass ich hier die, dass ich den ignoriert habe. Nee, egal, scheiß drauf. Muss ich die anderen Haltestelle rumfahren. Genau so. Nein, ich habe nicht ignoriert, ich bin angehalten. Geht aber gut auf der Kleine, ne? Also der Groß hier. So, nächste Haltestelle ist dann die Sonnenstraße. Da geht der Rollstuhlfahrer dann auch raus. Sonnenweg. Nehmen wir den mal mit. Fahrkarten haben wir noch gar keine verkauft, ne? Fällt mir gerade so ein. Und nein, ich habe es nicht ausgestellt. Da ist sie. Die Schlafmütze hier. Nee, ich hatte gedacht, der war auch, wenn der nächste da eingepennt wäre, aber nein, ist er nicht. So. Ah, ernsthaft? Hey. Ich muss jetzt hier beim Bus wenden, mit dem Gelenkbus wenden? Warum? Wie soll ich das bitte, wie soll ich das bitte mit dem Bus schaffen? Hey, wie soll ich den Gelenkbus wenden? Liebes Spiel. Mit dem Iveco geht's ja noch, aber mit dem Kleinen, aber ja, mit dem Gelenkbus noch nicht. Ja, ich weiß, dass der jetzt natürlich einen Schaden kriegt. Oder kriegt er irgendwie. Kriegt den umgedreht? Warte mal. War geil, ne? Wie soll ich den Bus. Liebes Spiel! Wie soll ich diesen einen 18 Meter Bus auf dieser engen Straße wenden? Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich hier irgendwie eine Wendemöglichkeit finde. Ja. Deswegen habe ich. Da unten ist eine Straße. Das ist eine Möglichkeit vielleicht. Ich setze jetzt mal hoch. Und ja, tatsächlich, das ist schwer. Das ist arschschwer, einen Gelenkbus hier zu, auf einer Straße zu einer neuen Straße zu wenden. Also ich werde jetzt hier reinfahren, hier rechts abbiegen, wenn es möglich ist, wenn der mich da reinlässt, ja. Und dann werde ich den rückwärts schieben. Wenn ich den rückwärts ranschieben und dann biege ich dann wieder ab. Wenn jetzt das Spiel mich zulässt. Ich habe es tatsächlich schon gemacht. Also ich
Ich musste im Rahmen meiner Einweisung auf Gelenkbus, ich bin einmal gefahren, den Bus rückwärts sitzen. Also, naja, passt schon. So, fahren wir zurück. Was ist das für ein Spiel, für eine Mission, ey? Weil diese Stadt da nicht. Deswegen hasse ich Sonnenstein, weil das ist genau wie in solchen Aktionen. Ich benehme jetzt einen bewussten Gelenkbus, um den einfach mal zu testen, einfach mal auf der Bahn zu sehen. Und dann sagt das Spiel, wende doch mal. Ja. Na gut, es sind nur noch drei Haltestellen. Gerade vier Haltestellen sind. Müllerstraße muss natürlich auch noch gewertet werden. So. Das ist Grütze hier. Das ist echt die Grütze. Ich habe extra die Plattform geändert übrigens. Ne? Normalerweise hätte ich gar nicht hier, das hier gar nicht machen müssen. Aber gut, egal. Scheiß drauf. Wir haben hoffentlich dann danach das Thema Sonnenstein erledigt. Ja, ich fahre mit dem Mittag. Ist das hier die Haltestelle? Ja, das ist die 9, ne? Ich muss wahrscheinlich gleich nochmal finden. Naja, alles ist gut. Ich reg mich nicht auf. Man kennt es mittlerweile. Warte, also, wir haben jetzt mit zwei Bussen hintereinander. Ich krieg den einen jetzt, glaube ich, noch, ne? Da krieg ich ja dafür ohne Limiter eingesetzt. Wo kann ich. Da steht nämlich jetzt hier. Ja, da komme ich nicht rum. Da kann ich nicht vorbeiziehen. Das ist unübersichtlich. Ich kann mich nicht über Autofahrer aufregen, die mich an solchen Stellen überholen. Das machen die viele wirklich in real life. Jetzt muss ich gerade gucken. Ja, wie gesagt, jetzt vor der Kurve, das ist nicht machbar. Aber jetzt gleich auf dem Stück geradeaus. Vermutlich wird der gleich rechts abbiegen. Links abbiegen. Nee, aber hin. Westfield. Boah, ja, genau das meine ich halt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der stehen bleibt in der Kurve. Gut, kann passieren. Ich hätte auch ein bisschen Abstand halten können. Du wirst wahrscheinlich jetzt abbiegen, ne? Hört schon gut an. Am ersten Zeittag nichts Negatives und dann kriegst du es alle nach und nach. Gut, unabhängig davon schiebt mein Gelenkbus rückwärts, um den Schaden zu machen. Ich dachte, ich krieg den so weit eingekriegt, dass es passt. Er fährt tatsächlich geradeaus und dann halt die Ecke jetzt hier. Deswegen. Naja, alles ist gut. Passt schon. Wir hauen jetzt gleich. So. So, ist das die nächste Haltestelle? Warte, ich muss mal kurz hin. Ich muss mal kurz den Fahrgast auf die Finger kloppen. Doch, 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 das war zu laut. Das war einfach mal viel zu laut. So, da vorne steht schon die nächste Fahrgäste. Es könnte also sein, dass das meine sind. Ja, sind es auch. Aufgabe erledigt. So, normale Fahrkarte, Tagesfahrkarte. Meine erste Fahrkarte, glaube ich, auf dieser Route überhaupt jetzt, ne? Wir fahren immer noch zu Ende, weil nicht, dass es dann irgendwann heißt, dass hier noch Haltestellen aufgewertet werden müssen. Deswegen Ping-Pong-Modus geht am schnellsten. Und so werden wir wahrscheinlich, wenn wir diese tollen Missionen kommen, von wegen, ja, wir müssen alle Stadtteile aufwerten, fahren wir dann auch wieder Ping-Pong-Modus. Ich hätte es vorher wissen müssen, bei der letzten. Dann wird sich die Fälschung. So, Next Stop ist die Kellerstraße. Sonnenleitner hoch und dann geht's zur Müllerstraße. Die nächste Stelle ist direkt um die Ecke. Weil er relativ zeitnah angepinnt hat. Ja, die ist hier links oben, genau. Die Müllerstraße müssen wir noch mitnehmen. Und dann fahren wir in der nächsten Folge Kerstschaft. Wir hätten eigentlich die Mission schon abgeschlossen. Ich werde sie aber jetzt, wie gesagt, aus
vollständigkeitshalber zu Ende fahren. Das war das Auto. Die KI rafft das auch nicht. Wenn ich stehen bleibe, rafft sie das nicht, dass sie weiterfahren muss. Die bleiben dann stehen. Klug wäre es natürlich jetzt gewesen zu sagen, okay, ich bleib hier stehen, ich lasse den kurz durch, um dann sauber rumzukommen. Nee, dahinter ein bisschen weiter dahinter, dass da ein bisschen was mit Abstand bleibt. Und der andere dann, wenn man selber dann rumkommt. Aber das rafft die KI in dem Spiel nicht. Kellergasse haben wir schon, ne? Ja. Da ist der Leitnerhof und dann haben wir noch die Müllerstraße. So. Fahren wir durch. Ich bin zu früh? Ja, was passiert? Ich ist jetzt doch scheißegal, dass ich außerfahrplanmäßig fahre. Das ist jetzt eigentlich nicht wichtig. Das ist eigentlich jetzt überhaupt in den nächsten Folgen gar nicht wichtig, dass wir planmäßig fahren. Das sah gerade so aus, als hätte der ein Fußgänger in dem Auto gespawnt. Ja, liebe Leute, das Spiel ist mal schon fast 1,5 Jahre alt, aber es hat noch ein paar lustige Bugs teilweise. Wir müssen nämlich gleich aufpassen, wenn wir nämlich Kerschern aufwerten. Das war an der Haltestelle von dem Planetarium. Wir sind im Gegenverkehr quasi mehr oder weniger gefahren, weil da eine Alpha Wall ist. Guckt euch mal die Folgen an, wo ich das gemacht habe. Da gibt es dann auch das Thumbnail dazu, quasi, dass ich im Gegenverkehr hänge, weil es da eine lustige Alpha Wall gibt. Alpha Walls sind quasi unsichtbare Wände im Spiel. Quasi eine unsichtbare, nicht sichtbare Wand, die über mitten auf der Straße steht. Warum auch immer. Ich vermute, das hat einfach mit der Beschaffenheit von der Haltestelle zu tun, von der Straße zu tun, die ja quasi mehr oder weniger in der Luft hängt. Und ich vermute, dass da irgendwo ein Fehler beim Programmieren passiert ist. Und ja, nochmal, das ist ein Simulator. Die Simulatoren sind alle so. Wie gesagt, das hat einen Grund, warum ich den Berufsfeuerwehrsimulator mit dem Flughafensimulator abgebrochen habe. So, Sonnenleitnerhof. Alle mal drauf. Hast du die Sonnenleitung schon abgewertet? Ja. Wir haben schon wieder einen Fahrtag, ne? Schon den zweiten, jetzt den dritten oder sowas. Ah Gott, ein Unfallversuch. Ich habe das Auto mitgenommen. Kurz und 9 aber schon, 55.000. So, wir fahren die fast mit 100%. Dann fahr ich jetzt raus, ja. Jetzt sind wir mal durch hier. Wieder Regenschirmmaler hier. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Müllerstraße noch annehmen kann. Die will ich jetzt. Die Müllergasse, genau. Die will ich nämlich noch aufwerten schnell. Für den Fall, dass es da auf einer Mission gibt, irgendwann werte alle Haltestellen wieder auf 5 auf. Zum Abschluss des großen Teils in der Amerika-Map, die wir gefahren sind. Als erstes, als eine neue Map ist. Nächste Folge wieder Kerstin. Quasi die Weihnachtsfolge heißt dann Kerstin auf die 5 aufwerfen. Ich habe schon Hammer eigentlich schon, aber ich brauche jetzt nur diese eine Haltestelle. Einfach der Vollständigkeit halber. Ich weiß, dass die Folge schon ewig lang ist. Ich weiß gar nicht, wie lange ist. Eine halbe Stunde oder so, sind wir bestimmt schon dran. Eine Stunde 40 Minuten oder so. Aber wie gesagt, das liegt ja daran, dass ich als erstes die Routen gebaut habe. Ich hätte natürlich auch sagen können, ich baue die Routen als erstes quasi für euch vor. Aber ich fand das jetzt gerade gehört dazu, euch kurz zu zeigen, wie welche Route ihr für die Strecke nimmt. Zumindest was das Thema mit diesem 35 Minuten Ding, was wir in der übernächsten Folge machen werden,
also voraussichtlich über die nächsten Folge machen werden. Es kommt jetzt darauf an, wie uns Kerstadt auffällt. Wenn Kerstadt uns natürlich jetzt mega lange auffällt, auf zwei, drei Folgen, was ich nicht glaube, dann wird das sich natürlich ein bisschen verzögert. Aber ich habe euch die Route gezeigt, die ihr fahren müsst mit den 35 Minuten. Wir sind offiziell bei 37. Also sollten wir eigentlich kein Problem haben, das in der ersten Runde zu schaffen, wenn wir ein bisschen mit Vorsprung fahren. So, ich fahre kurz, wie gesagt, zur Müllergasse rüber. Lass mich raten, der fährt mich jetzt mit außen rum, ne? Ja, du bist mir in den Bus gelaufen, du Sackalter. Wo will der jetzt lang schicken überhaupt? Wo sind wir denn überhaupt hier? Da. Okay. Windfeld Ost, Müllergasse. Ach, der schickt uns da rum. Ach, der schickt uns komplett außen rum. Quasi, weil wir ja die Müllergasse von der anderen Richtung anfahren, müssen wir quasi einmal den Schlenker außen rum fahren. Naja, neuer Bus, direkt mal Fußgänger angefahren. Wie gesagt, der ist mir eigentlich gefühlt am Mist gelaufen. Ich dachte, ich schaffe es einfach gut, um darüber zu ziehen. Hätte ich in Wilhelm natürlich absolut gar nicht gemacht. Hätte ich gesagt, nö, ist nicht, hätte ich nicht gemacht. Oh, jetzt fährt er. Naja, alles ist gut, ist passiert, 20.000. Es tut jetzt gerade nicht mehr weh. Wir sind mittlerweile fast wieder bei 1 Million. Ich glaube, wir haben sogar schon wieder eine Million, weil wir allein auf der Route zwei Tage hatten. Mit fast 500.000 insgesamt. Ja, da sollten wir eigentlich, glaube ich, weit über 1 Million sein. Oder? Nee, noch nicht ganz. 970.000 haben wir gerade auf dem Konto. Aber das würde wieder reichen, um neue Busse zu kaufen irgendwann. Wir lassen jetzt auch erstmal die Busse so, wie sie sind. So, nächste Haltestelle ist hier Lex, wollen wir gleich. Ich hab doch nur geblinkt rechtzeitig, du Arsch. Ja, der hat jetzt ein bisschen gemeckert, dass ich ein bisschen lange geblinkt habe. Da hat er jetzt gesagt, du bist gerade ausgefahren und hast die ganze Zeit geblinkt. Aber egal. So, ich glaube, das ist die Haltestelle, ne? Da vorne. Das müsste eigentlich die Haltestelle sein, ja. Die Müllerstraße. Die werden mal kurz auf 5 auf noch. Und dann haben wir sie. Und dann breche ich hier für heute ab. Und dann heißt es, dann fahrt der NPC weiter. Ich will nur die Haltestelle aufhalten. Habe ich denn hier als Aufgabe eigentlich? Müller, Park ausgehört. Ist egal. Alles gut. Ich mache hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Wo wollen Sie denn hin? Wo soll ich hin wollen? Ich mache Feierabend hier. Tschüssi. Also, mal anders. Ich mache kurz die Intuition, komm hinzu. Damit der NPC übersieht. Tschüss. Gut. Liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich gebe mal ganz kurz eben kurze. Wo muss ich da hin überhaupt jetzt? Kerststadt. Wachowski Industrie. Wo ist denn die Haltestelle überhaupt? Wo ist denn die überhaupt? Da oben ist sie. Kerststadt, von da. Ich muss ja Wachowski Industries. Wachowski Industries. So, da machen wir kurz eine schnelle Reise. Gut, liebe Leute, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit der Mission mit dem Teil Kerstadt auf 5 aufwärmen. Bis dann. Tschüss.